Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Tief- und Hochpassfilter. Dazu beschäftigen wir uns zunächst einmal als Einleitung mit einfachen Frequenzverläufen für Kondensator und Induktivität. Wir fangen nämlich heute an und schauen uns, wie sich Kondensatorinduktivität, also ganz allgemein Impedanzen, unterscheiden bei verschiedenen Frequenzen. Als nächstes bekommen wir Kombinationen von Kondensator und Widerstand oder Induktivität und Widerstand und daraus erhalten wir den sogenannten Tiefpassfilter. Wir schauen uns den Frequenzverlauf an, lernen Kennwerte kennen und vergleichen dann einmal diese Schaltung im Frequenz- und im Zeitbereich. Als nächstes geht es dann schneller mit dem Hochpassfilter, weil wir beim Tiefpassfilter schon einige Grundlagen kennengelernt haben. Zum Schluss machen wir nochmal eine kurze Übersicht. Ja, fangen wir an mit Induktivitäten, Kapazitäten, wie die sich im Frequenzbereich verhalten. Wir haben ja, wenn wir uns die Impedanz anschauen, die Frequenz mit in der Gleichung stehen. Es gilt U gleich I mal R und oder mal Z. Und das Z ist für einen Kondensator eine komplexe Größe 1 durch J Omega C. Wenn wir davon den Betrag nehmen, erhalten wir 1 durch Omega C. Oder andersrum, wenn wir die Kreisfrequenz als Frequenz aufdrücken, 2 Pi mal F, die Frequenz. Jo, und wenn wir das jetzt über die Frequenz auftragen, dann sehen wir, dass die Frequenz unter dem Bruchstrich steht, also F hoch minus 1. Meistens schauen wir uns das über mehrere Größenordnungen an, über einen größeren Frequenzbereich und erhalten dann entsprechend auch einen größeren Bereich für die Impedanz oder in unserem Fall jetzt hier für die Spannung. Das bedeutet, dass wir für die Darstellung über diesen gesamten Bereich sinnvollerweise ein logarithmisches Diagramm wählen. Konkret ein doppellogarithmisches Diagramm, das wir ja in einer der vorherigen Folgen kennengelernt haben. Und wir erinnern uns vielleicht, der Exponent der Größe, die wir auf der x-Achse zeichnen, der gibt an, wie die Steigung der Kurve ist. Und wenn es eine Funktion ist, die direkt proportional zur Frequenz oder proportional zur Frequenz hoch ein Exponent ist, dann erhalten wir Geraden. Ja, in unserem Fall ist der Exponent minus 1, das heißt, wir haben also eine Steigung minus 1, das heißt, die Kurve fällt mit der Frequenz in Form einer Gerade und genau das ist jetzt hier im Bild dargestellt. Merken wir uns also, die Spannung an einem Kondensator bei konstantem Strom wird immer kleiner mit der Frequenz. Mit einem Wort, die Impedanz wird auch immer kleiner mit der Frequenz. Ein Kondensator leitet also besser für hohe Frequenzen. Das sehen wir hier in diesem Bild. Zu einer komplexen Größe zählt weiterhin der Phasenwinkel. Auch den können wir eintragen und wenn wir einmal ausrechnen, den Phasenwinkel der Spannung für den Fall, dass der Strom genau in der reellen Achse liegt, dann erhalten wir einen Phasenwinkel von minus 90 Grad. Das entspricht ja auch dem Phasenwinkel der Impedanz eines Kondensators. Die ist über den gesamten Frequenzbereich konstant. Jetzt kommen wir zu Induktivitäten. Bei Induktivitäten gilt, Spannung ist gleich Strom mal 2pi mal f mal L. 2pi mal f mal L ist ja gerade bekanntermaßen
Der Betrag der Impedanz, also der Blindwiderstand. Und wir sehen, hier haben wir Frequenz hoch 1, das heißt, der Exponent ist plus 1. Das heißt, wir erhalten eine Gerade, die mit der Frequenz ansteigt. Auch das sehen wir jetzt hier wieder in dem Diagramm. Und das ist also ein typischer Verlauf für eine Induktivität. Auch dafür tragen wir den Phasenwinkel ein und der ergibt dann entsprechend plus 90 Grad, weil bei der Induktivität die Spannung voreilt. Gut, damit haben wir die Frequenzverläufe für einfache Impedanzen wie Kondensator in Induktivität im Frequenzbereich dargestellt. Jetzt kombinieren wir einen Kondensator mit einem Widerstand, also mit einer reellen Komponente. Und Sie sehen hier im Bild den Schaltplan, den wir jetzt genauer betrachten. Wir schauen uns jetzt an das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung, wie das hier dargestellt ist. Das schauen wir uns jetzt nicht in Dezibel an, was vielleicht auch Sinn machen würde, sondern damit es für Sie einfach ist, schauen wir uns zunächst einmal das direkte Verhältnis an und tragen das eben in einer logarithmischen Skalierung auf, genau wie die Frequenz auf der horizontalen Achse ebenfalls. Gut, schauen wir uns einmal an, wie denn jetzt dieses Spannungsverhältnis aussieht. Wir haben einen komplexen Spannungsteiler, das heißt, die Ausgangsspannung ergibt sich also aus der Impedanz des Kondensators geteilt durch die Gesamtimpedanz, die wir dort haben. Das ist jetzt hier entsprechend aufgeschrieben und die Gleichung können wir jetzt ein wenig umstellen. Das heißt, wir teilen jetzt Nenner und Zähler geteilt durch 1 durch J Omega C, sprich wir multiplizieren beide Teile mit J Omega C und erhalten dann die Gleichung, die jetzt hier vorne links direkt steht. Die können wir nochmal ein klein wenig umformen, sodass wir dann die Gleichung stehen haben, die dort neben steht. 1 durch J Omega RC plus 1 durch 1. Und das erinnert sehr stark an eine Parallelschaltung von zwei Komponenten. Nämlich die eine Komponente ist 1 durch J Omega RC und das andere, die Komponente ist 1 als Parallelschaltung. Warum haben wir das so umgeformt? Zum Rechnen ist das nicht so praktisch. Zum Rechnen wäre die Gleichung, die hier vorne steht, einfacher. Aber diese Darstellung als Parallelschaltung, die können wir prima nutzen, um den Frequenzverlauf in einem doppellogarithmischen Diagramm darzustellen und zu skizzieren. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten, die wir parallel schalten. Und wir erinnern uns, die Parallelschaltung in einem doppellogarithmischen Diagramm können wir nähern, indem wir die Minimumfunktion verwenden. Das heißt also, die jeweils kleinere Funktion, die ergibt praktisch das Ergebnis für den gesamten Frequenzverlauf. Schauen wir uns das einmal an, was das hier konkret bedeutet. Wir fangen an mit der einen Komponente von unserem Tiefpass, das ist die 1. Tragen wir im logarithmischen Diagramm ein als Konstante, ganz einfach. Die andere Komponente, das ist die Komponente 1 durch J Omega RC. 1 durch Omega heißt 1 durch 2 Pi mal F, das heißt F hoch minus 1. Wir bekommen also eine Gerade mit der Steigung minus 1, mit einem Wort, sie fällt linear mit der Frequenz. Das ist unsere Kurve Nummer 2, die wir jetzt eingetragen haben. Und wie gesagt, beide Gleichungen, beide Kurven werden verknüpft mit dem Paralleloperator. Das heißt, wir nehmen die kleinere jeweils dieser beiden Kurven als Ergebnis. Und wir erinnern uns, an dem Schnittpunkt der beiden Geraden machen wir einen Fehler. Hier haben wir es mit komplexen Zahlen zu tun, also J Omega auf der einen Seite und auf der anderen Seite 1. Das heißt, die Differenz, die wir da an dieser Stelle machen, ist, Sie erinnern sich, richtig, Wurzel 2 oder besser 1 durch Wurzel 2.
Das heißt, wenn wir also unsere Kurve skizzieren, können wir praktisch bei dem Schnittpunkt der beiden Geraden eine Abweichung von genau Wurzel 2, also Faktor 0,7 eintragen. Und bei niedrigen Frequenzen und bei hohen Frequenzen nähern wir uns den jeweils niedrigeren Kurven an. Damit erhalten wir die fettgezogene Linie, die hier mit Nummer 3 bezeichnet ist. Und diese Kurve, das entspricht dem Ausgangs- zu Eingangsverhältnis, also dem sogenannten Übertragungsverhältnis dieser Schaltung. Und hier sehen wir, dass also diese Schaltung bei niedrigen Frequenzen das Spannungsverhältnis 1 ist. Das heißt, die Ausgangsspannung ist gleich der Eingangsspannung. Das heißt, diese Signale mit solchen Frequenzen können diese Schaltung passieren. Bei hohen Frequenzen nimmt dieses Verhältnis stark ab. Die Ausgangsspannung wird also immer kleiner, je größer die Frequenz wird. Diese Signale werden mehr oder weniger gesperrt. Weil die Signale bei tiefen Frequenzen die Schaltung passieren können, nennen wir diese Schaltung Tiefpass. Wenn wir den Betrag dieser Kurve jetzt hier ausrechnen, dann können wir entsprechend nach Pythagoras die Komponenten, die wir hier in der Parallelschaltung haben, jeweils quadrieren. Und wir halten diese Gleichung jetzt hier für den Betrag. Wir können allerdings auch die Gleichung nehmen, die wir vorher hatten, nämlich 1 durch J Omega C mal R plus 1. Auch diese Gleichung können wir bequem nutzen, um den Betrag auszurechnen. Und das würde ich empfehlen, diese Gleichung in der Klausur gegebenenfalls dafür zu nutzen. Gut, wir sehen jetzt hier auch den Phasenverlauf. Der ergibt sich dann, wenn man tatsächlich komplex mit dieser Gleichung, die ich gerade genannt habe, rechnet und dann entsprechend dann den Phasenwinkel des Ergebnisses ausrechnet und aufträgt. Wir erhalten also einen Verlauf. Bei niedrigen Frequenzen haben wir keine Phasenverschiebung. Der Kondensator spielt dort noch keine große Rolle. Und erst bei hohen Frequenzen, dann wird dieser Kondensator relevant und wir haben eine Phasenverschiebung von minus 90 Grad. Und genau an dem Schnittpunkt dieser beiden Kurven hier, dort wo die eigentliche Filterkurve anfängt abzuflachen, dort haben wir einen Übergang von 0 bis 90 Grad. Das schauen wir uns gleich auch mal genauer an. Wir schauen uns nämlich jetzt einmal charakteristische Werte an. Wir hatten ja schon gesagt, bei niedrigen Frequenzen ist das Verhältnis genau 1, so weit so gut. Bei hohen Frequenzen haben wir hier 1 durch Omega R mal C. Und weitere charakteristische Werte hatte ich eben schon mündlich angedeutet, nämlich hier bei dem Schnittpunkt dieser beiden Geraden. Diese charakteristische Frequenz, die sich durch den Schnittpunkt der beiden Geraden ergibt, die nennen wir Grenzfrequenz. Wir nennen sie Omega R oder FR oder F0. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Aufgabenstellung gerade ist. Sie ergibt sich daraus, dass nämlich die Gleichung für die Gerade 1 und die Gleichung für die Kurve 1 durch R mal C genau gleich sind. Und daraus ergibt sich zwanglos, dass also unsere Grenzkreisfrequenz Omega 0 ist 1 durch RC. Das heißt, wenn Sie den Widerstand und den Kondensator kennen, dann kennen Sie hier auch die Grenzkreisfrequenz. Und entsprechend, wenn Sie die dann durch 2 Pi teilen, dann erhalten Sie hier unsere Grenzfrequenz in Hertz. Ja, der nächste charakteristische Punkt, das hatte ich auch schon genannt, das ist die Abweichung genau an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, aus den Eigenschaften der Addition oder besser gesagt Parallelschaltung von Geraden
Im doppellogarithmischen Diagramm haben wir an dieser Stelle eben eine Abweichung von exakt Wurzel 2. Das ist auch ganz hilfreich zum Zeichnen. Das heißt, wenn Sie also einen solchen Verlauf einmal zeichnen müssen, dann gehen Sie her und zeichnen zunächst die Kurve 1, die eben bei dem Wert 1 verläuft, dann die Kurve, die mit der Steigung minus 1 verläuft. Und an dem Schnittpunkt, da machen Sie dann bei einem Faktor Wurzel 2, also bei der Hälfte Abstand von 1 nach 2, machen Sie einen Punkt. Und dann ziehen Sie per Hand eine Kurve, die sich zunächst einmal hier an der Gerade 1 nähert, dann ungefähr nach der halben Größenordnung unterhalb der Resonanzfrequenz abweicht, durch den Punkt Wurzel 2 geht und dann sich der anderen Kurve hier entsprechend nähert. Auf die Weise können Sie per Hand relativ gut skizzieren die Eigenschaften einer solchen Tiefpassprobe. Ja, im Phasenverlauf lässt sich zeigen, dass genau an dieser Grenzfrequenz der Phasenwinkel exakt 45 bzw. in diesem Fall minus 45 Grad ist, denn an der Grenzfrequenz ist der real und der imaginäre Teil der Impedanz gleich groß. Wir haben gesagt, diese Kurve 1 und diese Kurve, der imaginäre Teil, sind gleich groß. Damit ergibt sich dann also ein Phasenwinkel von 45 Grad. Das heißt also, dieser Übergang ist so, dass er bei der Grenzfrequenz exakt die Hälfte an Übergang macht. Schauen wir uns einmal den Tiefpass im Zeit- und Frequenzbereich an und vergleichen das einmal. Die Schaltung Widerstand mit Kondensator in Serie kennen wir schon. Sie erinnern sich, das war eine typische Schaltung, die wir genutzt haben, um zu schauen, wie ein Kondensator sich auf- oder entlädt, wenn wir hier vorne Spannung zu- oder abschalten. Das heißt, wenn wir hier also eine Rechteckspannung draufgeben, erinnern Sie sich, erhalten wir hier ein Zeitverhalten, bei dem die Spannung mit einer Zeitkonstante exponentiell zunimmt oder exponentiell abnimmt. Diese Zeitkonstante, erinnern Sie sich vielleicht auch, konnten wir ausrechnen mit der Gleichung R mal C. So weit, so gut. Diese Gleichung im Frequenzbereich sieht im Grunde genauso aus, nur dass wir eben als treibende Spannung eine Wechselspannung verwenden mit unterschiedlichen Frequenzen. Und wie ich eben in der vorherigen Folie gezeigt habe, ergibt sich die Grenzkreisfrequenz Omega 0 als 1 durch RC. Nun, wenn wir diese beiden Gleichungen vergleichen, dann kriegen wir heraus, dass also unsere Zeitkonstante Tau unmittelbar mit der Grenzfrequenz zu tun hat. Es gilt nämlich, die Zeitkonstante Tau ist das Inverse der Kreisgrenzfrequenz Omega 0. Schauen wir uns nun einen Hochpass an. Eine Möglichkeit, einen Hochpass zu bauen, ist den Kondensator in der vorherigen Schaltung durch eine Induktivität zu ersetzen und Sie sehen die passende Schaltung hier oben dargestellt. Wenn wir hiervon die Impedanz ausrechnen, setzen wir wieder einen komplexen Spannungsteiler an und lösen diese Gleichung dann auf, indem wir praktisch einmal durch Omega L teilen. Und diese Gleichung können wir dann noch ein wenig umsortieren, indem wir das R hier unter den Bruchstrich holen. Und dann sehen Sie, dann sieht das schon wieder genauso aus wie eine Parallelschaltung von zwei Komponenten. Die eine Komponente ist dann die 1, die andere ist dann J Omega L durch R. So, schauen wir uns mal an. Wir haben also diese zwei Komponenten. Die eine Komponente, das ist die 1. Und die andere Komponente ist Omega mal L durch R. Hier ist Omega über dem Bruchstrich, das heißt, wir haben also einen Exponenten von plus 1, also eine positive steigende Gerade, so wie sie hier in dem Bild abgebildet ist. Die andere Komponente ist die 1. Beides sind
Parallelschaltungen, das heißt, wir nehmen wieder das Minimum der Funktion, um praktisch das Gesamtverhalten anzunähern. Und das machen wir genau wie beim Tiefpass, indem wir eben die unterste der beiden Kurven verwenden. Ja, auch hier haben wir wieder bei dem Schnittpunkt der beiden Geraden die Abweichung Wurzel 2 und den Gesamtverlauf als Betrag, als Amplitude sozusagen, können wir mit dem Pythagoras nähern mit dieser Gleichung, die ich hier angegeben habe. Außerdem stellt sich heraus, dass also die Grenzfrequenz sich berechnet, in diesem Fall als Omega 0 gleich R durch L. Und mit einem kleinen Unterschied, wir haben also jetzt nicht 1 durch RC, sondern wir haben R geteilt durch L als Grenzfrequenz. Gut, schauen wir uns einmal den Phasenverlauf an. Für sehr niedrige Frequenzen ist die Impedanz dieser Induktivität sehr hoch. Die Impedanz ist sehr klein. Das sehen wir hier in dem Bild auch, denn bei niedrigen Frequenzen bestimmt die Induktivität hier praktisch das Verhalten. Und in dem Fall heißt es, dass die Phasenverschiebung zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung plus 90 Grad ist, so wie es hier dargestellt ist. Für sehr hohe Frequenzen ist die Impedanz der Induktivität sehr hoch und der Spannungsteiler ist so, dass dieser Widerstand sehr klein, die Induktivität, der Blindwiderstand der Induktivität ist sehr hoch. Das heißt, Eingangsspannung ist nahezu gleich Ausgangsspannung. Und die Induktivität hat dann kaum noch Einfluss, sodass wir dann also einen Phasenwinkel von 0 Grad zwischen Aus- und Eingangsspannung haben. Wir sehen hier, diese Schaltung lässt eben hohe Frequenzen gut passieren, deswegen nennt die sich auch Hochpass. Wiederum, wie beim Tiefpass, stellen wir fest, dass genau bei der Grenzfrequenz der Real- und Imaginärteil dieser beiden Kurven hier exakt gleich groß ist. Und das heißt also, der Phasenwinkel zwischen Real- und Imaginärteil ist demnach dann genau 45 Grad. Damit haben wir die Kennwerte auch für einen Hochpass kennengelernt und stellen fest, im Grunde verhält er sich sehr ähnlich zum Tiefpass, außer dass er eben praktisch gespiegelt ist. Fassen wir es noch einmal zusammen, wobei hier noch eine Kleinigkeit hinzukommt, die ich Ihnen bisher noch nicht erläutert habe. Ich hatte Ihnen bisher einen Tiefpass aus Widerstand und Kondensator gezeigt. Den sehen Sie auch hier abgebildet. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, einen Tiefpass zu bauen. Das ist die Möglichkeit, wenn die Induktivität und ein Widerstand in Serie geschaltet sind und man die Spannung über dem Widerstand abgreift. Diese Schaltung verhält sich genauso wie die Schaltung mit dem Kondensator, nämlich lässt niedrige Frequenzen gut durch und hohe Frequenzen werden praktisch weggefiltert. Nochmal zusammengefasst können wir das Übertragungsverhältnis auch ausdrücken mit Hilfe der Grenzfrequenz. Auch das hatte ich bisher noch nicht erläutert. Wir können bequem für beide Fälle praktisch die gleiche Gleichung verwenden, indem wir schreiben, das Übertragungsverhältnis ist 1 durch 1 plus und dann J Omega zu Omega 0. Wobei Omega 0 eben unsere Grenzkreisfrequenz ist. Ja, schauen wir uns das Ganze für einen Hochpass an. Den Hochpass mit einer Induktivität hatte ich Ihnen schon vorgestellt. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen Hochpass mit einem Kondensator zu realisieren. Diese Schaltung sehen Sie jetzt hier ganz unten links. In diesem Fall ist dann die Grenzfrequenz wieder 1 durch RC.
Und die allgemeine Gleichung, bei der dann eben das R und das C durch das Omega 0 sozusagen ergänzt wurde, oder das R und das L durch das Omega 0, die sehen Sie hier abgebildet. Das ist die allgemeine Gleichung für einen Hochpass, die ich Ihnen tatsächlich empfehlen würde, weil sie in den meisten Fällen am bequemsten zu handhaben ist. Ja, bleibt noch zu erwähnen, dass es sich hier um Hoch- und Tiefpass erster Ordnung handelt. Es gibt Filter, die noch wesentlich besser hohe Frequenzen sperren. Das sind dann Kombinationen mit mehreren Kondensatoren und Widerständen oder gar mit Widerständen und Induktivitäten geschickt miteinander verbunden, sodass also praktisch mehrere Stufen hintereinander kommen. Und das kommt jetzt hier in den Grundlagen nicht vor. So etwas würde dann Tiefpass zweiter Ordnung, dritter Ordnung heißen. Und es gibt auch noch weitere Filtertypen, die dann nach ihren Erfindern benannt sind. Wie gesagt, das kommt in höheren Vorlesungen im Laufe des Studiums unter Umständen noch auf Sie zu. Und ansonsten würde ich eben auf entsprechende Fachliteratur verweisen wollen. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich möchte Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Bis zum nächsten Mal.